Materiały, które towarzyszą z kolei tym filmom, są zawarte w ćwiczeniach. W ćwiczeniach do tej serii. Po każdym rozdziale jest zamieszczona taka podwójna strona, czyli rozkładówka Filmseite, na której są umieszczone specjalne zadania, specjalne ćwiczenia, bezpośrednio związane również z Max Vlog, i jest za każdym razem do nich również link. Na pewno niektórzy z Państwa te filmy znają i są przekonani, że w czasie ich kręcenia było na planie na pewno zabawnie. Żeby to Państwu udowodnić, przygotowaliśmy też taki specjalny filmik, teledysk, który za chwileczkę odtworzę. Rzeczywiście i same filmy są takie zabawne, na luzie, i też w czasie ich kręcenia występowały równie ciekawe i zabawne sytuacje. Nasi prelegenci jeszcze tego filmiku nie oglądali, więc będzie to dla nich również zaskoczenie i trochę niespodzianka. Proszę Alles, zobaczyć, was dort passiert, co ist nicht działo passiert. Wir sind, w czasie wir sind naszego vollkommen professionell. Studia filmowego, w którym kręciliśmy Max Vlog. Bin ich gespannt. Ich auch. Ja przychodzi. Przychodzi. A, no właśnie. Ja przychodzi. Przychodzi, no. A, ja. Halo. Ja tam mam dane powiedzieć. Was jest to heute? Zapominam, co mam powiedzieć. Potrzebujemy jeszcze... Co potrzebujemy? Nóża. 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 Boże, jak to śmierdzi, ta cebula. Justyna, was für eine Überraschung. Jeszcze raz. No dann geht der Gösch, wunsch, wunsch, wunsch. Kurde, nie mogę tego powiedzieć na pamięć. Ty jesteś, masz dobry humor. Ja mam zawsze dobry humor. No ja też, ale teraz nie. Muszę grać. Na Oscar. Położę tutaj. Czekaj, bo nie będę stukała wtedy. Ready for techno! Duf, 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 duf. Ja, ja, wunderbar. Ja, ja, wunderbar. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Hex. 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. Możemy zaczynać? Ja, 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 ja. Tak? O, paluszek jeszcze. Ja. Pokaż tak. O, bardzo ładnie. Nie do miary. Kawę nam potrzeba. Wszystko jest już przygotowane. So haben wir gekämpft, dass wir immer Kaffee gebraucht haben. Ja, das stimmt, aber jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich weiter das Webinar führen kann. No teraz nie ma nam niestety kto przygotować tej kawy. Wenn Justyna nur einen Wunsch frei hätte. Naja, also meine Lieblingsszene ist die, in der du singst und ich meine Ruhe bewahren habe. Weiß ich, dass du innerlich gekocht hast. Nee, gar nicht. Oder getanzt. Zugehört. Ich habe innerlich zugehört. Gut, gut, gut. Ja, wir können ja später noch ein bisschen, ich kann einen Einblick in die deutsche Techno-Szene geben, aber doch, ich glaube, ich gehe zuerst um andere Dinge noch. Ich glaube, ja. No i teraz pytanie. Związane również z tym nagraniem. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Ci, którzy widzieli filmy, będą mieli pewnie troszeczkę prostsze zadanie. Czy ja mogę no poczekamy podpowiadać? Chwileczkę. Bo jak mogę podpowiadać, to bym podpowiedziała. No nie, poczekajmy, co Państwo tutaj wywnioskują. Wszyscy piszą pizzę. Ach.
Pizza. Pizza. No, zakończyłam ankietę. Also wir hatten alle drei Antworten, alle drei. Also Pizza, einen Salat und Mozartkugeln. Und? Nie wiem, czy Państwo widzą wyniki. 21%. Nie mogę jeszcze raz udostępnić wyników, niestety. Widzę, że tutaj jakiś błąd wystąpił, ale tak, 21% zagłosowało na pizzę. Tak, 6% einen Salat i 4% Mozartkugeln. A tak naprawdę, co przygotowywaliście? A tak naprawdę trzeba obejrzeć odcinek i się dowiedzieć. A pizzy jedliśmy bardzo dużo. Ich glaube, dass ein paar Menschen recht hatten. Aha, aber ganz wenige, ganz wenige. Żeby Państwu umożliwić takie testowanie i quizowe pytania, to tutaj nasi prelegenci przygotowali do każdego z filmów jedno pytanie testowe, które będą Państwo mogli sobie albo przeprowadzić na sobie, albo na swoich uczniach. I to są materiały, które Państwo dzisiaj dostaną od nas po webinarium. Exklusiv für die Zuhörer des heutigen Webinars haben wir da eine Kleinigkeit vorbereitet. I to jest wszystko ode mnie. Ja myślę, że będzie się Państwu bardzo dobrze teraz oglądało, co takiego przygotowali nasi prelegenci i bohaterowie również tych filmów. Na pewno będzie bardzo wesoło, ciekawie, zabawnie i merytorycznie. Hast du gerade gesagt, dass es lustig wird? Nie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że Państwo zaczną słyszeć. Ja myślę, że to też dlatego, że nas jest tu dzisiaj bardzo dużo i to może też tak być, że wszyscy chcecie widzieć, słyszeć i może tak. Więc trzymamy kciuki, żebyście nas słyszeli. Tak, a my w międzyczasie postaramy się coś technicznie zaradzić zza kadru. Und wer uns nicht hört, der schaut ganz genau auf unsere Lippen. Dann manchmal sehen sie uns sogar. Także ja się już z Państwem żegnam, przekazuję w najlepsze ręce. Tak? Diese Hände. I powodzenia. Dzięki, Asiu. Dankeschön. Und jetzt wechseln wir ins Deutsche, hoffe ich, oder? Ja, also wir haben schon ein bisschen Deutsch-Polnisch gesprochen. Die schwierige polnische Sprache. Nuża. Ja, aber... Daj mi nuża. Hahaha, 1, 2. Wunderbar. Naja, gut. Worüber werden wir denn heute sprechen, liebe Justina? Ich glaube, hier sind unsere Themen. Wir sprechen also heute über den kommunikativen Deutschunterricht. Eine ideale Methode. Aber die existiert doch. Doch. Warte, hier, da werden wir was sehen. Und dann, wenn wir schon beim Sehen sind, werden wir auch Videos und Filme im Unterricht sehen und anschauen. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, wie man Vlog im Unterricht einsetzen kann. Da haben wir ja einiges vor. Also fangen wir an. Legen wir los. Vielleicht noch ein Wort im Vorfeld, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt euch gerne jederzeit auch in dem Chat melden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas anmerken wollt. Bei den technischen Problemen können wir leider nicht helfen. Hoffentlich klappt das noch. Da sitzt Łukasz, unser Technikmann, dahinter und schickt auch immer Nachrichten. Ansonsten bei Fragen einfach in den Chat schreiben. Eine andere Möglichkeit haben wir jetzt gerade leider nicht. Wir versuchen dann darauf einzugehen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir drücken die Daumen, dass alles klappt, dass ihr uns hört und dass wir hier wirklich die Zeit effektiv und kommunikativ verbringen können. Und wenn ihr mich nicht, wenn ihr uns nicht weiter nicht versteht, dann spreche ich auf Deutsch und Justina tanzt meine Wörter und meine Sätze. Wie denn?
Das will ich auch sehen. Gut, legen wir los, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, okay. Wir haben nicht so viel Zeit und wir fangen sofort mit einer interaktiven Aufgabe an. Und zwar, wir haben einen kurzen Test für euch vorbereitet. Wir sprechen hier über einen kommunikativen Deutschunterricht. Aber was das eigentlich ist, welche Merkmale hat so ein Unterricht, das wollen wir prüfen, ob ihr das wisst und ob ihr so einen Unterricht auch macht. Und jetzt werden Sätze kommen. Und ihr müsst da einfach im Chat schreiben, ja oder nein. Macht ihr das so oder macht ihr das nicht so? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich hoffe, dass das klar ist. Schreiben könnt ihr, das freut uns sehr. Also, legen wir los, ne? Die erste Frage. Die erste Frage, der, oh, die zweite schon. Zweite. Ja, jetzt. Gut, ich konzentriere mich auf das sprachliche Handeln. Und dann zählen wir im Kopf bis 5 und dann kommt die nächste Frage, weil wir haben nicht so viel Zeit und viel vorbereitet haben wir auch. Ist auch ganz einfach im Chat. Ja. Es kommt nur ja, ja, ja. Ja, 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 sehr wichtig. Ja, dann kommt ja, die zweite Frage. Wunderbar. Jawohl, ist auch gekommen. Meine Schülerinnen lernen viel Wortschatz und Strukturen, aber kontextlos. Nein, 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 nein. Es wäre auch ein zu einfaches Quiz, wenn immer nur eine Antwort richtig wäre, oder? Und da könnten wir auch die Abwechslung nicht sehen, wann die nächste Frage gekommen ist. Manchmal, hier kommen schon ein bisschen unterschiedliche Antworten. Robert sagt, nein, um Gottes Willen nicht. Nächstes, ich arbeite mit authentischen Texten. Mal so, selten. Nein, nicht immer, oft. Also alles Mögliche. Wir sehen hier, da ist schon ein Problem, das häufig eintritt. Authentische Texte gerade in den Sprachstufen auf den niedrigen Sprachniveaus zu finden, das ist natürlich eine große Aufgabe. Aber hier müssen wir auch manchmal daran denken, dass authentische Texte nicht nur zusammengesetzte Texte und Romane sind. Ja, das sind auch manchmal Werbeslogane oder kurze Werbespots. Das sind ja auch authentische Texte. Dann kommt die vierte Aussage. Max? Als Lehrkraft unterstütze ich meine Schülerinnen beim Lernen. Ja, klar. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar. Natürlich. Natürlich. Ja. Freilich. Freilich finde ich auch sehr schön. Freilich ist so ein bisschen so, was fällt den beiden Referenten ein, eine so dumme Frage zu stellen? Freilich tue ich das. Klar. Ja, ja, ja und natürlich. Silvia ist sehr ehrlich, hat gesagt, ich bemühe mich sehr. Ich glaube, das ist wirklich, manchmal geht es auch nicht mehr, als sich zu bemühen, zu unterstützen, dass die Schülerinnen lernen. Manchmal ist das auch das Bestmögliche, was man erreichen kann. Schauen wir mal, was wir noch für eine Frage haben. Sprechen im Unterricht ist wichtiger als Schreiben. Ja, kommen nur Jein-Antworten. Selbstverständlich, aber manchmal kommt ja auch eine Antwort Nein. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, Sprechen wäre wichtiger im Unterricht, aber man weiß natürlich nicht, man weiß natürlich nicht, wie groß die Klasse ist. In einer Gruppe von 5 Leuten, 6 Leuten lässt sich natürlich super viel sprechen. In einer Gruppe von 20 Schülerinnen, 25 Schülerinnen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber manchmal, aber nur manchmal, sprechen Schüler im Unterricht gern. Gut, dann kommt die letzte Aussage. Oh nein, nicht die. Die. Ich führe vor allem Grammatik ein. Alle sprachlichen Inhalte werden an die grammatischen Erscheinungen angepasst. Ich mag das, Marek antwortet immer in Großbuchstaben. Das finde ich sehr gut. Weil das laute Antworten sind. Das ist, Marek antwortet sehr laut, damit wir ihn hören. Und er hat auch recht. Er hat auch recht. Ja. Nein, 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 nein. Und ich glaube, jetzt können wir die Zusammenstellung noch einmal zeigen und die Fehler, die wir hier in diesen Aussagen gemacht haben, korrigieren. Im Grunde habt ihr euch ja alles super beantwortet.
Also wir sehen, drei Aussagen würden wir als solche in den kommunikativen Deutschunterricht auf alle Fälle übernehmen als Leitsätze. Man konzentriert sich auf das sprachliche Handeln. Handeln genau. bedeutet hierbei wirklich auch nicht das Wort aber 10.000 Mal zu sagen, sondern kommunikativ in Sätzen, in festen Strukturen das Reden zu erlernen. Die Arbeit mit authentischen Texten ist natürlich ein extrem wichtiges Feld. Das motiviert die Schülerinnen also auch sehr, nur manchmal eben schwierig, solche authentischen Texte zu finden. Und eure Aufgabe, liebe Lehrerinnen, ist natürlich die, dass ihr eher hervorbringt, eher fördert, als vorne mit der Peitsche steht und gut gemacht, die Schüler schlecht peitscht. Gemacht. Aber was haben wir denn für kleine Unwägbarkeiten eingebaut, Justina? Dass wir zum Beispiel Wortschatz und Strukturen nie kontextlos lernen sollen. Also das bringt uns nicht so viel, wenn gar nichts. Mhm. Weil hierzu meine Einschätzung, ja? Also ich bin ja im deutschen System groß geworden und ich kenne ja Polen schon ein bisschen, auch weil ich an der Uni gearbeitet habe in Poznań. Die ja schon ein bisschen mit uns den Weg gehen, wissen das ja. Und ein Problem ist eben, wichtig ist, was hier durchgestrichen ist, viel Wortschatz. Man braucht, natürlich braucht man, je mehr Wortschatz man hat, umso besser. Nur oftmals ertrinken Schülerinnen und Schüler in Wortschatz und kennen zum Teil unglaublich viele Synonyme zu einem Adjektiv zum Beispiel, können die aber nicht einbringen, weil sie nie den Kontext gelernt haben, in dem dieses Wort oder der gesamte Wortschatz genutzt wird. Also wenn ihr auf etwas fokussiert, dann auf den Kontext, in dem das Wort existiert. Und Kontext, dazu kommen wir noch, ist natürlich nicht grammatisch losgelöst. Also man liest hier immer auch, ohne Grammatik geht nichts. Grammatik im Hintergrund, wenn es geht. Grammatik ist am wichtigsten. Natürlich, ohne Grammatik wird es schwierig. Aber nur Grammatik alleine demotiviert die Schüler. Und bringt uns auch nicht so weiter. Weil was hilft uns, dass wir wissen, wie man perfekt baut, wenn wir das gar nicht einsetzen können, weil wir den Wortschatz nicht benutzen und auch im Kontext das nicht einsetzen können. Ja, also das sind immer Sachen, die man nie auseinander betrachten soll. Das betrifft auch Sprechen und Schreiben. Ja, also Sprechen ist nicht wichtiger als Schreiben im Unterricht, ist genauso wichtig. Ja? Wir sollen alle Fertigkeiten trainieren und auf alle Fertigkeiten uns konzentrieren. Nicht gleichzeitig, manchmal geht das nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass keine der Fertigkeiten einfach alleine existiert. Und darf ich etwas sagen? Normalerweise ist es ja, müssten wir es im schulischen Kontext, ja, darf ich etwas sagen und ich spreche los. Normalerweise, wenn wir jetzt nicht in unterschiedlichen Städten sitzen würden, würde ich jetzt eine auf den Deckel bekommen von Justina. Aber hier kannst du das nicht, ja, hier kannst du mich nicht mal stumm schalten. normalerweise sieht es im schulischen Kontext ja eher andersrum aus. Wir müssten den Satz umformulieren sogar. Schreiben im Unterricht ist genauso wichtig wie Sprechen. Denn oft ist der Unterricht, im Unterricht kommt Sprechen zu kurz. Und dafür gibt es gute Gründe, dafür gibt es weniger gute Gründe. Uns ist es wichtig, eben zu versuchen, auch immer anzutreten, dass es geht, schreiben und dann das Geschriebene sprechen zu lassen. In Mini-Dialogen zum Beispiel. Und schon haben wir einen Übergang, in dem die vier, manchmal sogar auch die fünf Fertigkeiten des Fremdsprachenlernens gefördert werden. Und jetzt am Ende kommen wir zu dieser Grammatik, zu dieser Grammatikfrage. Was machen wir mit der Grammatik? Wir haben schon gesagt, man kann darauf nicht verzichten. Man muss Grammatik auch lernen. Aber hier wichtiger ist, dass wir uns nicht auf Grammatik konzentrieren und dann den Wortschatz an die Grammatik anpassen, sondern umgekehrt, dass wir mit grammatischen Strukturen einfach den Wortschatz und Strukturen lernen, die wir dann einsetzen. Und Grammatik steht eher im Hintergrund, nicht im Vordergrund. Du wirst das bestimmt noch ergänzen. Ja, ich kann nur anschließen. Man muss das auch immer so sehen, wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, also was sie am Unterricht, denn am Fremdsprachenunterricht am wenigsten mögen, dann ist es Grammatik. Grammatik, vor Grammatik haben sie Angst. Dort kann man Fehler machen. Beim Wortschatz, wenn ein Wort nicht fehlt, dann lernt man das zu umschreiben. Bei der Grammatik, wenn man das nicht kann, dann hat man einen Fehler gemacht. Und deswegen ist es natürlich so, dass immer der Tipp der ist, versuchen Grammatik immersiv einzuführen. Also
in den Wörtern einzubauen und auch falsche Formen erst einmal im Sprechen zu tolerieren. Das ist im Schreiben natürlich schwieriger. Falsche Perfektformen, falsches Hilfsverb im Perfekt, das ist natürlich ein Fehler im Geschriebenen, aber im Gesprochenen erstmal dafür Sorge zu tragen, dass über den Wortschatz Grammatik internalisiert wird. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Da sind ihm jetzt zwei Sachen gekommen, die wichtig sind, die ich da hier gelesen habe. Einmal, dass Grammatik auch für den Unterricht bequem ist, wenn man da einfach Übungen machen lässt und die Schüler machen die Übungen. Wir haben die Struktur eingeführt und dann machen sie die Übungen und fertig ist es. Dann, Grammatik kommt vor allem bei all den Wettbewerben von Kuratorien, weil Grammatik einfach bequem ist und man Grammatik ganz einfach auch prüfen kann, ob die wissen das oder nicht. Ja, hat der hier einen Fehler gemacht oder nicht? Wenn es um Wortschatz geht, das, was Max gesagt hat, man kann das umschreiben, man kann ein Synonym benutzen und hier ist man nicht mehr so sicher, ja, ob das richtig jetzt ist oder nicht. Grammatik ist einfach zu prüfen. Lückentext mit Endungen ist ein grammatisches Phänomen. Allerdings, und da kann man Punkte geben oder Punkte abziehen. Das ist natürlich nicht der Ansatz, den man wählen sollte, wenn man kommunikativen Fremdsprachenunterricht, kommunikativen Deutschunterricht vertritt. Wir sind leider nicht das Kuratorium. Wären wir das Kuratorium, hätten wir andere Zielsetzungen. Es kam noch eine interessante Anmerkung bei 24 Schülern in der Klasse. Wie lässt man die sprechen? Das stimmt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Eine Möglichkeit ist die, dass, ich glaube, Thomas hat das geschrieben, dass der Lehrer zurücktritt und die Schüler wirklich erst einmal in Rollenspielen miteinander sprechen lässt und eben nicht immer dabei ist und zuhört als Sanktionsperson, die sagt, aber da sagt man nicht so. Es heißt geht, nicht geht. Reißverschluss ist eine gute Methode, genau. Also, dass man sich zum Beispiel da als Lehrkraft herausnimmt. Aber es gibt ja noch zwei Webinare zum Wortschatz lernen und ich glaube, dass da eine gewisse Frau Tschecharowska einiges zur kommunikativen Wortschatz und Vermittlungsmethoden und Sprechen sagen wird. Wahrscheinlich, wer weiß, was da kommt. Jetzt müssen wir leider hier weitergehen, weil wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, ganz viel noch zu erzählen. Oh Gottchen, ja. Da müssen wir die Pobacken zusammenkneifen. Dann sagen wir es mal so, Sprache wird nicht, also was ist kommunikativer Deutschunterricht? Ihr seht hier rechter Hand einige Schlagwörter zum Thema kommunikativ, mitteilsam, genau, Kommunikation. Was kann man denn so wählen oder was kann man so zusammenfassend sagen? Sprache wird nicht mehr nur als ein System mit grammatischen, syntaktischen, semantischen oder ähnlichen Strukturen verstanden, sondern als kommunikatives Handeln. Das heißt, es gibt einen Rahmen, in dem wir mit jemandem über etwas sprechen. Genau, und dann kommen wir zu den Zielen des Unterrichts, die sich auf eine reale und kontextabhängige Kommunikation konzentrieren. Also wieder, wir lernen nicht einfach dann irgendwo im Himmel zu sprechen, sondern wir konzentrieren uns auf eine echte, reale Kommunikation. Und hier kommen wir wieder zu diesem handlungsorientierten Unterricht, also zu unserem Lieblingsbegriff. Grammatik spielt eine induktive Rolle. Das kommt natürlich, Monika -19 hat auch gesagt, zu wenig Deutschunterricht ist das Problem. Das ist das Problem. Das muss man sagen, das ist ein riesiges Problem. Es liegt nicht an euch, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ihr seid nicht das Problem, das wird häufig so gesagt. Nee, das Problem sind zu wenig Stunden. Das muss man auch einfach mal sagen. Mehr Stunden bedeutet mehr Möglichkeiten. Induktion dauert einfach länger als Deduktion. Wortschatz im Kontext der Arbeiten dauert länger als ein Blatt mit 100 Wörtern, die bis zur nächsten Sitzung zu lernen sind, auszuteilen. Das ist ganz einfach. Ja. Genau, und der letzte Punkt, das ist ja auch das, wovon wir schon gesprochen haben, dass die Lehrkraft sich eher zurückzieht und dann unterstützt die Lernenden in ihrem Lernprozess. Und so kommen wir auch zu diesem eigenverantwortlichen Lernen und Lernerautonomie. Aber dazu kommt noch eine Aussage. Und zwar, wir sprechen hier, dass alles so kommunikativ verlaufen soll, dass wir uns wirklich nur auf kontextabhängige Situationen konzentrieren sollen und so weiter und so fort. Aber leider, liebe Lehrkräfte, das wisst ihr am besten, einiges muss leider auch einfach auswendig gelernt werden. Es ist halt so. Das haben wir auch in der Schule
gelernt, wir selber, wir haben auch Sachen auswendig gelernt, gepaukt. Es gibt Situationen, in denen das einfach anders nicht geht. Und es ist häufig so, ich kann sagen, jetzt, wenn ich mit Leuten spreche, dann heißt es immer, ja, Max, du sprichst ja ganz gut Polnisch, du hast echt ein Sprachtalent. Dann sage ich, ja, aber ich habe geübt. Geübt, geübt und geübt. Und das ist eben mit Übungen und Übungen. Es geht ja nicht darum, auswendig lernen ist nicht gleich auswendig lernen. Auswendig lernen kann sein für bestimmte Typen. Die Fischki sind genannt worden, auch schon vorher. Das können sein, das können Karteikarten sein, das können Podcasts sein, das können verschiedene Dinge sein. Jeder hat gewisse Präferenzen im Lernen. Und dann ist es eine andere Art von auswendig lernen, wenn ich in Phrasen spreche. Wie heißt du? Oder ich bin Max und du, dann lerne ich das auch auswendig, wenn ich jeden in der Klasse so anspreche. Aber ich habe nicht das Gefühl, das auswendig gelernt zu haben. Ja, also genau. Das auswendig lernen heißt nicht immer auswendig lernen. Das heißt nicht vor dem Papier sitzen und stundenlang sich deutsche Vokabeln in den Kopf prügeln. Das wollte ich gerade sagen, ne? Dass man immer auswendig lernen mit einem Blatt Papier assoziiert, wo man sich die Wörter aufgeschrieben hat und die sich einfach merken muss. Es geht nicht immer darum. Ja? Es gibt Personen, die auch so lernen. Ja? Das kann ja auch so sein. Und das ist ja auch nicht schlimm, dass sie so lernen, dass sie die Wörter einfach sich aufschreiben und die sich einpauken. Das ist ja auch möglich und auch nicht schlecht. Aber das leitet auch gleich über zu unserem, glaube ich, nächsten Schritt und dem nächsten großen Thema. Nämlich, dass die eine ideale Methode existiert nicht? Naja. Ah. Naja, das werden wir auch gleich sehen. Weil, ja, ach, komm, das zeigen wir einfach. Ijemi Dali oder Dali Dali, weiter. Das kennt ihr sicher, ne? Dass wir diese vier Lerntypen haben. Jeder von uns ist ein anderer Typ und keiner ist nur ein Typ. Ja, also ich bin zum Beispiel so ein visueller Typ, aber ich lerne auch dadurch, dass ich die Sachen laut wiederhole und dass ich auch mit Händen alles dann zeige und mich bewege. Das kenne ich. Wenn ich in dem Newsender sitze, dann normalerweise würde ich dann immer noch einen Arm oder eine Hand ins Gesicht bekommen. Denn ich kann auch sagen, genau, als Lerntyp von mir, ich bin sicherlich ein visueller Lerntyp, das muss ich sagen, aber ich muss die Sachen, also ich kann zum Beispiel über Hören nicht gut lernen. Wenn ich einen Text höre oder Wörter höre, kann ich sie danach, memoriere ich sie nicht so gut. Wenn ich sie aber sehe, schreibe und dann einmal, zweimal, dreimal benutzt habe und das Gefühl habe, sie selbstständig benutzt zu haben, dann sollte es im Kopf sein. Zumindest stelle ich mir das so vor. Genau, Marjanna sagt, sind viele Mischtypen. Ich glaube, es gibt mit Ausnahme von, entschuldigt, das sage ich auch, mit großem Unwissen, Menschen, die an Autismus leiden, gibt es ganz wenig Leute, die ein Lerntyp sind. Ich glaube, wir sind alle Mischtypen. Ja. Wir sind alle gemischt. Wir sind alle gemischt. Und dazu kommen wir noch, also dazu kommen noch die Kompetenzen, die wir in der Fremdsprache haben können. Diese Einteilung kennt ihr ja auch bestimmt, dass wir produktive und rezeptive Fertigkeiten haben und dass die eigentlich, das was wir schon am Anfang gesagt haben, nie alleine kommen, dass es da kein alleinstehendes Sprechen gibt und kein Hören und kein Lesen. Und das muss ich auch mal sagen, es kam im Chat, wurde geschrieben, die Schüler hören nur zu. In dem nur zuhören kommt ja die Sache, als ob Hören eine passive Fähigkeit wäre. Aber das stimmt nur bedingt. Es gibt Menschen, die hören zu und können das dann sehr gut reproduzieren oder produzieren. Also auch zuhören ist eine aktive Tätigkeit. Ja, das muss man einfach mal sagen. Entschuldige. Nee, kein Problem, das ist ja alles okay. Das müssen wir uns auch merken, also die kommen oft zu zweit, also in Paaren und wenn jemand besser hört oder zuhört, kann der auch besser sprechen und diejenigen, die besser schreiben, die können besser lesen und das ist immer, das steht nie alleine. Ne? Aber warte mal, zum Thema alleine stehen, jetzt haben wir, das Thema sind doch Vlogs. Ja. Wie passt denn jetzt ein Vlog und ein Film in das Muster? Guck mal. So, dass wir noch die fünfte Fertigkeit haben.
Und eine Fertigkeit, die im Zeitalter sozialer Medien, im Zeitalter von stets verfügbaren Filmen, im Zeitalter von TikTok natürlich im Zweifel noch viel wichtiger wird, als sie bislang ist. Also die Fertigkeit des Hörsehen-Verstehens. Dass man in der Lage ist, und das werden wir auch später auch zeigen mit dem Vlog, wenn ihr ihn noch nicht kennt, verschiedene Dinge zu verbinden, nämlich Handlung auf von zwei, hier wurde mal vom Hampelmann gesprochen, ich zumindest in den Vlogs ein Hampelmann, von einem Hampelmann und Justina, dann sprechen die auf Deutsch, dann sprechen die über ein Thema und dann gibt es sogar noch untertitelte, also die wesentlichen Phrasen untertitelt, manchmal auch farbig. Ja, das sind und da viele haben wir noch Requisiten, die wir zeigen. Ja, also wir sitzen da, also eigentlich in keiner Folge sind wir da nur einfach gesessen und haben wir gesprochen. Das ist nie. Ja, wir haben ja sogar in einer Folge gerappt. Ja, wir haben da auch gesungen, wir haben da auch gekocht und alles Mögliche gemacht. Also ja, also es gibt einiges zu erleben. Dementsprechend, also diese Fähigkeit des Hörsehens sollte nicht unterschätzt werden. Ich habe mit den Studierenden auch besonders das gefördert, weil das etwas ist, was sehr oft auf der Strecke bleibt, weil eben beim Hörsehen von Filmen simultan Verstehen auch gefördert und gefordert wird, während ja beim Lesen zum Beispiel, man kann etwas über 20, man kann einen Satz 20 Mal lesen, man kann natürlich auch ein Video sich 20 Mal anschauen, aber die Verarbeitungszeit ist ein bisschen kürzer. Also das dazu, ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Fertigkeit. Mhm. Und mit diesen Fertigkeiten kommen wir auch zu dieser Lernpyramide. Das seht ihr, dass alles, was wir nur hören, also das reicht nicht nur, dass wir die Sachen hören, wir sollen die auch später sehen. Und wenn wir sie hören und sehen, dann merken wir uns die noch besser. Und wenn wir das gehört, gesehen haben und noch darüber gesprochen haben, da merken wir uns die Sache noch besser. Und so kommen wir zu den 90%. Aber bitte, Didaktik ist nicht immer Mathematik. Also 90% sind jetzt, ist natürlich, es ist besser und es schafft eine stärkere Verankerung in der Erinnerung und im Langzeitgedächtnis, als das jetzt nur Hören schafft. Aber ob das 90% sind, hat, glaube ich, noch nie jemand gemessen, oder? Oder hast du das mal gemessen? Nie. Es geht nur darum, um euch zu zeigen, wie wichtig das ist, dass wir die Sachen einfach bearbeiten und verarbeiten, dass wir nicht nur hören und danach nichts mit dem Gehörten machen, sondern dass wir die Sachen verbinden und selbst aktiv die Inhalte eingehen. Mhm. Das war das Allerwichtigste. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Quiz. Test, Psychotest eigentlich. Das ist ein Psychotest. Wir haben auch ganz kurz hierzu für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wir haben bei Max Vlog auch einen Psychotest zum Thema, weiß es jemand, zu welchem Thema gemacht? Ups. Bin ich mal gespannt. Vielleicht hat das jemand schon gesehen. Super, oh, Martin. Alle anderen kopieren jetzt nur Martin zum Thema Reisen. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, so einen Psychotest zu machen. Und macht jetzt mit. Und wie schaut das aus, wenn ihr mit, was war es jetzt, mit Ja oder mit Nein antwortet? Wann gibt es einen Punkt? Mit Ja. Wenn man mit Ja antwortet, dann gibt es? Einen Punkt. Einen Punkt. Und ihr zählt die Punkte zusammen. Und danach bekommt ihr, also nach dem Webinar, bekommt ihr auch diese PowerPoint mit Auswertung. Und da seht ihr, welcher Wortschatztyp seid ihr. Das ist eine kleine Überraschung, wartet noch auf euch. Also, hier kommt die Wortschatzarbeit. Wortschatz muss man auswendig lernen, also eigentlich mit Nein. Oder Nein. Mal sehen. Dann, beim Spielen lernt man spielen. Keinen Wortschatz und keine Strukturen. Mhm. Das heißt auch Wortschatzarbeit, ne? Ja. Wortschatz im Deutschunterricht, eingesetzt im Unterricht, ist natürlich schade um die Zeit. Das kann man doch zu Hause lernen, ne? Blatt Papier. Fischki. Dann? Oh, das ist ein schöner Punkt. Filme und Videos sind genau dann gut, wenn man Vertretung hat. Oder letzte Stunde vor den Ferien. Ja, oder vor Weihnachten.
Ich sehe manche Antworten nein, warum denn nicht oder warum nicht? Mir gefällt ja auch ja, / nein. Dann, Grammatik ist wichtiger als Wortschatz. Ach, das wisst ihr schon bestimmt. Und bam, 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 bam. Wortschatzlisten sind gut. Je mehr, desto besser. Viel hilft viel. Also, keine Ahnung, 100 Synonyme. Oder die, wie Studenten von mir damals und auch Schüler, die Listen bekommen haben mit den 100 häufigsten Redewendungen. Ja, das musste ich auch auswendig alles lernen. Wortschatzarbeit ist Arbeit. Hier hilft kein Spiel. Da kommen doch... Nein, 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 stimmt nicht, nein. Oder doch, doch geantwortet. Das ist auch eine gute Antwort darauf. Ja, doch. Okay, schön. Und das war schon die letzte Aussage. Dann nach dem Webinar könnt ihr euch da auch die Auswertung lesen. Oh, da sind wir auch mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Filme und Videos sind gut, wenn man Vertretung hat. Darüber werden wir noch gleich sprechen. Genau. Aber zuerst zeigen wir euch noch diese Lernpyramide nur ein bisschen anders dargestellt. Und zwar hier sehen wir all die Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen, Hören, Lesen, Sehen und Sprechen und dass die eigentlich passiv hier in dieser Pyramide gekennzeichnet sind. Dazu kommt aber noch der aktive Teil. Und mit Videos und Filmen sind wir bei der Stufe 3. Also dass wir sehen, dass wir schon einiges merken, besser als nur beim Hören und Lesen. Aber das ist immer noch zu wenig. Um sich das alles noch besser zu merken, muss man einfach mit den Inhalten, die wir gerade gesehen und gehört haben, aktiv arbeiten. Und dieses Aktive führt uns noch dazu, dass wir uns die Inhalte noch besser einprägen können. Und das seht ihr hier alles, das sind Diskussionen, das ist das Praktische, was wir von den Inhalten nehmen können, wie wir die präsentieren, wie wir die weiter bearbeiten. Dazu kommen noch verschiedene Erklärungen, wie Erklärvideos. Man kann auch zu einem Video ein Video machen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann auch die Sachen erzählen und erklären den anderen, dass man einfach den anderen Schülern die Inhalte erzählt. Das ist auch eine gute Methode und von der haben wir auch schon hier gesprochen, glaube ich, irgendwann. Irgendwann. Ist doch alles schon gesagt worden. Außer, hier, das ist ein schöner Punkt, Kunst, das Wort Kunst und die Sprache Kunst, Kunst kommt von Können. Und Können heißt etwas machen können. Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich auch immer versucht, vor Augen zu halten. Ich halte es mit aktiv und passiv immer ein bisschen schwierig, weil man auch aktiv zuhören kann. Also das denke ich schon. Man kann auch aktiv einen Text lesen und dann daraus was machen. Man kann sich Dinge selbst verbalisieren, während man zuhört oder spricht. Also es gibt immer auch hier wieder viele Mischungen. Wichtig ist aber, glaube ich, schon auch der Punkt, dass man vielleicht versucht zu verstehen, dass oft manchmal weniger mehr ist. Das festzuhalten und zu versuchen, verschiedene Kanäle zu bedienen und eben dann auch zu versuchen, zum Sprachhandeln. Und das kann auch geschrieben sein, das kann natürlich im besten Fall auch noch gesprochen sein, die Schüler zu motivieren und hinüberzuführen. Das ist, glaube ich, die beste Fertigkeit und das Größte, was eine Lehrerin oder ein Lehrer schaffen kann. Und nicht vergessen, dass die Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlich sind. Und jeder lernt anders und wir sollen auch so ein bisschen die Bedürfnisse berücksichtigen und auch darauf reagieren. Gut, jetzt kommen wir zu dem Praktischen und zwar Videos und Filme im Unterricht. Endlich, wir haben noch die letzten 15 Minuten, wir schaffen das.
Warum sollte man den Film im Unterricht setzen? Also, sollen wir das doch erklären, warum? Vielleicht fassen wir es immer kurz zusammen mit wenigen eloquenten Worten. Handlungsorientiertes, authentisches Lernen. Es liegt natürlich an euch oder an dem Lehrbuch, das ihr wählt, Texte, Filme, Videos zu wählen, die authentisch sind, die sich um authentische Themen bemühen, die authentische Sprache benutzen, im besten Falle auch so wenig geskriptet als möglich. Also nicht das Ablesen vom Teleprompter, sondern das normale Sprechen mit auch den Fehlern und Problemen, die es hat. Ja, und hier kommt, ist mir wieder eingefallen, dieser Satz, den ich hier auch in diesem kleinen Video gesagt habe, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Was sollte ich hier gesagt haben? Ja, authentisches Sprechen vor der Kamera. Gut, aber so kommen wir zu der Motivation. Mit Filmen und kurzen Videos, TikTok-Videos, die jetzt gerade total in sind, mit diesen Reels bei Instagram, können wir zu der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommen. Das sind Sachen, die sie motivieren, die sie interessieren, und das sind auch die Inhalte, die für diese Zielgruppe gerade entsprechend sind. Ich habe neulich auch, ich habe neulich auch mit einer Schülerin gesprochen, die mir gesagt hat, sie schaut sich keine YouTube-Filme mehr, weil die zu lang sind. Mhm. Sie schaut sich nur die TikTok-Filme an. Ja, das muss man auch, also zwei Dinge, die eine Sache ist vielleicht bedenklich, die andere Sache ist gut für den Unterricht. Kurze Filme, TikTok oder auch YouTube Shorts, glaube ich, heißen die. Mhm. Kurze Filme haben den Vorteil, dass sie in eine 45-Minuten-Einheit integriert werden können. Der 2-Stunden-Spielfilm ist eben schwierig in 45 Minuten zu bringen. Das Zweite, der bedenkliche Punkt ist der, es gibt viele Studien, die eben auch zeigen, dass bedingt durch soziale Medien und diesen ständigen Informationsstrom Schülerinnen und Schüler und auch wir ein bisschen schnell mit zu viel und zu langer Information überfordert sind. Ja, und dementsprechend ist natürlich auch, und es wird auch maximal, wurde jetzt auch schon ein paar Mal genannt, auch auf maximal, bei maximal sind die Filme so gehalten, dass sie der Blickwirklichkeit und den Sehgewohnheiten der jungen Menschen entsprechen. Ja, und so kommen wir auch zu den zwei weiteren Punkten. Neugierde und auch soziale Kontakte und die Interaktionen. Das sind auch zwei Bereiche, die wir mit Filmen und kurzen Videos bedecken können. Also diese TikTok, diese Reels, YouTube-Filme, das sind Sachen, die die Neugierde bei den Schülerinnen wecken, und manchmal wollen sie selber auch die nächste Folge sich angucken. Das sind ja auch Sachen, die zu einer echten Interaktion führen können, weil sie dann später über diese Folge reden können und sich über Inhalte austauschen können, die sie wirklich interessieren. Und der nächste Punkt ist auch oft unterschätzt, nämlich gerade Filme schaffen vorausschauendes Denken, weil die Zuseherinnen, das entspricht einfach stärker den Gewohnheiten, nachdenken, was passiert. Das ist ja auch die Sache, wenn dann Witze gemacht werden, Sketche gespielt werden, dann entspricht das nicht der Erwartungshaltung der Zuschauerinnen. Und das ist eben ein Punkt, automatisch eilt man voraus, weil man sich selbst sagen möchte, was denn passieren wird, bevor es passiert. Und das kann man auch wirklich sehr gut zum Beispiel mit H5P, mit einer im Unterricht einführen, indem man die Videos stoppen lässt mit einer Frage, was passiert als nächstes oder so etwas, und dann die Schülerinnen und Schüler darüber sprechen lässt. Ja, ich sehe auch, dass hier zum Beispiel Easy German genannt wird. Das ist auch eine sehr tolle Seite. Und auch Nikos Weg ist super, wenn man etwas ältere Schüler hat. Bei den jüngeren Schülern weiß ich nicht, da ist Nico vielleicht ein bisschen zu alt. Aber zu alt, genau, zu ernst meinst du. Zu ernst. Ja, zu ernst und halt zu erwachsen. Ne? Ja, genau. Aber du hast diese Anwendungsseite hier genannt, H5P. H5P, danke. Und so kommen wir auch zu den Aufgaben, die man auch im Unterricht machen kann und wie man die Filme so praktisch
praktisch im Unterricht einsetzen kann. Die erste Sache, die uns dann einfällt, wenn wir über Filme sprechen, das ist Filme selbst drehen. Das können die Schüler sogar besser als wir. Und jetzt mit den Handys und mit allen Apps, die sie dann auf den Handys haben, geht das sehr schnell. Das ist sehr einfach. Sie können selber auch die Szenarien vorbereiten, die Rollen schreiben, sich dann austauschen bei den Aufgaben, die Aufgaben aufteilen, dann später die Filme mit verschiedenen Kommentaren noch versehen und das alles in 45 Minuten schaffen. Und man muss eine Sache sagen, das ist nochmal, glaube ich, wichtig, dass du hast das schon gesagt, ich wiederhole es gerne, weil das etwas ist, was sehr häufig unterschätzt wird. Es ist so einfach wie noch nie, ja. Filme selbst zu drehen. Und man kennt das auch, die Szenarien werden liebevoll vorbereitet von den Schülerinnen und Schülern und sogar dann auch in der Nachbearbeitung. Auch da gibt es sehr viele, würde ich sagen, leichte und kostenfreie Tools, die auch auf Deutsch funktionieren. Dann wird Deutsch angewendet, es wird gelesen und die Filme werden nachbearbeitet, untertitelt zum Beispiel, mit extra Kommentaren versehen. Und da hat man auf einmal wirklich Expertinnen und man selbst staunt, was die so alles auf die Reihe kriegen. Ja, und hier kommen wir auch zu dem zweiten Punkt, dass man dann diese Filme auch später selber mit Aufgaben versehen kann. Dass man die Filme noch, also Aufgaben zu den Filmen erstellen kann. Man kann ein Quiz vorbereiten, man kann die auch stoppen und dann die Fragen zu den weiteren Szenen stellen. Man kann auch Videoblogs von der Deutschstunde drehen. Dass da eine Person immer die Aufgabe bekommt, das aufzunehmen, was gerade in einer Sequenz im Unterricht passiert und das später mit Kommentaren versieht. Und so entsteht ein Videoblog von unserer Klasse, von unserer Deutschstunde. So, das ist ja auch ein wichtiger Punkt zu sehen, die Schülerinnen und Schüler, wie sie lernen und was sie auch im Unterricht machen. Und die machen das alles auf Deutsch. Und natürlich auch, das sollte man auch nicht vergessen, ich meine, da hast du bestimmt bei Nachhilfe darüber gesprochen, aber ein großer Vorteil zum Beispiel auch der Nachhilfereihe, die ja mit dir gedreht wurde und die du maßgeblich federführend auch gemacht hast, ist die, dass sich die Schülerinnen und Schüler das Ganze natürlich auch nochmal anschauen können, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Das bedeutet, ja. Man kann das, man fördert das Selbstlernen, weil jeder auch ein etwas anderes Tempo hat. Genau. Und da hat jemand auch von Animationen gesprochen. Hier seht ihr auch auf dem Foto, dass man einzelne Szenen selber animieren kann. Es gibt ja auch ganz viele Apps, die dabei den Schülerinnen und Schülern helfen können und daraus entstehen auch ganz tolle Filme, die man mit Sprechblasen noch versehen kann und alles Mögliche. Ich sehe jetzt hier gerade auch eine Frage, welche Filme oder welche Filme empfehlenswert wären für Studenten und Studentinnen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man auf welchem Niveau man beginnt. Ich persönlich finde, Nikos Weg ist sehr in Ordnung. Band-Tagebuch von der Deutschen Welle finde ich auch sehr gut. Es gibt auch tolle Videos von der Deutschen Welle generell, tolle Lernvideos, wo man auch immer ein Transkript der Texte bekommt. Und da kann man wirklich mit vielen, vielen Texten arbeiten. Und dann muss man auch wirklich sagen, bei Studenten und Studentinnen, Deutschlandlabor finde ich ein bisschen, das vielleicht für Studenten manchmal ein bisschen zu einfach, also inhaltlich zu einfach. Ich finde aber, man kann auch auf YouTube sehr gute Tutorials zum Beispiel finden oder Sachthemen finden, wenn man so etwas nimmt, wie spricht über ein Thema und das dann Thema X einfach erklärt. Und das sind oft animierte Filme über ein Doodly, also dieses Gezeichnete, wo dann das Zeichen entsteht. Und die sind auch mit Untertiteln versehen. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut nutzen. Okay. Ich zeige hier jetzt noch eine wichtige Sache, und zwar, dass wir uns auch den Unterschied zwischen Erklärvideos an sich und ganz normalen Vlogs, Filmen und kurzen Videos klären. Es geht darum, dass wir in den Erklärvideos einfach die Sachen erklären und zeigen, wie es dazu gekommen ist, wie ich das bei den Erklärvideos zur Grammatik gemacht habe, also bei den Nachhilfefilmen. Hier bei Vlog haben wir eher gesprochen, wir haben da etwas getan und da haben wir uns eher auf den Wortschatz und Projekten und Kommunikation konzentriert. Und darum geht es auch bei den Filmen, die die Schülerinnen und Schüler selber drehen können.
Also es gibt ganz toll Tutorials oder Schülerinnen, da kann man wirklich tolle Sachen machen und dieses auch dann benutzen für zum Beispiel niedere, jüngere Klassen. Also die Schüler der 8. Klasse haben etwas vorbereitet für die Schülerinnen der 6., 5. Klasse, wenn früher schon Deutsch anfängt, und das kann man dann auch im Unterricht nutzen. Es ist super für euch, weil ihr was immer in der Hinterhand habt, und toll, weil die Schülerinnen der jüngeren Klassen sehen, dass die der älteren Klassen das ja auch schon konnten. Ja. Also, und dass die auch noch erklären können, sich das besser merken können. Also das alles funktioniert dann wirklich viel, viel besser. Jetzt kommen wir zu unserem Vlog. Deinem Vlog und deinem Vlog in Einsatz. Hier noch einmal dieser Unterschied, also Erklärvideos für hier bei uns zumindest, bei Komplett, eher für grammatische Erscheinungen. Vlog und unsere kurzen Filme sind eher für Projekte, für Wortschatz und Kommunikation. Und welche Themen wir da hatten, das seht ihr alles hier. Und hier vielleicht eine Frage an euch, an diejenigen, die sich die Folgen schon angeschaut haben. Habt ihr eure Lieblingsfolge oder euer Lieblingsthema hier? Da bin ich gespannt. Oder ihr schreibt gleich, nö, nichts, alles ist so langweilig. Oder ihr vielleicht seid ja jetzt schon auf diesen Filmseiten und schaut euch die Filme für die nächste Deutschstunde an. Essen, Kochen, Wohnen. Isabella_5. Perfect Rap. Essen und Kochen, okay. Also Essen war mit Pizza und Kochen war mit dem, was wir dazu bereitet haben. Geburtstag. Oh Gott, ich habe da gesungen. Das war so peinlich. Entschuldige dafür. Ich hätte nicht singen sollen. Süßer, süßer die Glocken nie klingen. Landeskunde. Okay, ich sehe, also viele von euch haben die Vlog-Folgen schon gesehen. Super. Meine Stadt. Haben wir da über unsere Stadt gesprochen? Na klar. Was wir noch da gemacht haben, wir haben da mehrere Sachen gezeigt und gemacht und wirklich gemacht und gelernt, wie man das macht und wie man das machen soll. Diese Folge mit Geburtstag da entstanden ist, habt ihr gesehen. Das war nicht die eine einzige Probe und da konnte Max die Kerze auspusten, sondern... Und es war auch nicht der einzige Muffin, den ich gegessen habe. Sondern das hat viel länger gedauert. Mit Mozartkugeln, also mit dem, was ihr da in der Mitte seht. Gut, das war eine harte Arbeit. Ich habe da wirklich den Teig zusammengeknetet und Max hat zugeschaut. Ich habe hart zugeschaut. Zugeschaut. Auch zusehen ist Arbeit. Aha, und das hat sehr lange gedauert. Und das war wirklich eine harte Arbeit. Und eine sehr kalorienreiche Arbeit im Nachgang. Aber die sind echt gut geworden, glaube ich, denn das ist also uns dem ganzen Klett-Team haben sie herrlich geschmeckt. Ja, deswegen waren auch alle da, als wir dann das nächste Mal gedreht haben, weil sie gedacht haben, jetzt kommt wieder was. Und dann haben sie uns beim Rappen gesehen. Das war dann das Gegenprogramm. Genau. Und genau. Die wichtig sind die Öko-Sachen. Ja, das war ja auch viel Spaß und viel gemacht. Aber gut, wichtig ist, als Konzept dahinter ist, es wird... zum einen wiederholt Max Vlog Themen, Inhalte im Groben, die in den einzelnen Kapiteln von Komplett behandelt werden. Es fasst sie zusammen, indem die maßgeblichen Chunks, also die Redewendungen und Redemittel genutzt werden, die dann auch nochmal am Ende jeder Episode oder der meisten Episoden nochmal erklärt werden. Und das Ganze wird nicht so gemacht, dass ich da sitze und etwas sage. Diese Videos gibt es en masse im Internet, dass jemand sagt, dass man so und so etwas sagt. Hier wird es auch gemacht. Das heißt, man sieht, dass es getan wird. Und für euch, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, so etwas
Mozartkugeln machen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein tolles Projekt. Oder zu sagen, welche anderen Süßigkeiten, welche anderen Nachspeisen könnt ihr denn machen? Dreht ein Video davon und kommentiert das. Und da kann man auch Texttafeln einfügen. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich bin immer überrascht, wie krass gut die Schülerinnen und Schüler das machen. Das stimmt. Und solche Sachen wie Mozartkugeln kann man echt im Unterricht machen. Das haben wir auch im Studio da geschafft. Also man braucht nicht so viel, um das zu machen. Justyna Czechorowska einladen, die knetet wie eine Weltmeisterin. Oh Gott, ich werde all die Schulen nicht bedienen können. Nie im Leben. Gut, da gehen wir zu der nächsten Folie rüber. Und jetzt sind wir bei Wortschatz und Grammatik. Es ist ja auch nicht so, dass wir bei den Filmen gar kein Wort zur Grammatik gesagt haben. Also wir haben da nicht gesagt, hallo Schülerinnen und Schüler, jetzt sprechen wir über Grammatik, sondern wir haben einfach die Strukturen benutzt. Und als Unterstützung haben wir die mit Farbe markiert, damit die Schülerinnen und Schüler sehen, was hier diese grammatische Erscheinung ist. So einfach ist es. Es gibt keine... Nichts sagen? Ja, ich kann nur zustimmen. Wichtig ist immer zu verstehen, dass wirklich im Schulunterricht werden oft die einzelnen Bereiche, also Aussprache, Wortschatz, Grammatik und irgendwie Landeskunde als einzelne voneinander losgelöste Teile gesehen. So funktioniert Sprache nicht. Sprachlich sind Schnittstellen. Also hier sind wir im Bereich der Semantosyntaktik, wo Wortschatz und Grammatik zusammengreifen. Und natürlich ist, und das vertrete ich bin Linguist und ich habe ganz viel mich mit Grammatik beschäftigt, Grammatik ist wichtig. Grammatik ist ein zentrales Element einer Sprache, das gerade ermöglicht, über verschiedene Facetten zu sprechen. Aber da muss man halt auch drüber sprechen können. Und so ist es miteinander verzahnt. Und genau diese Schnittstellen werden versucht zu bedienen in dem Vlog. Genau. Und noch die letzte Sache, die da bei diesen Vlog-Folgen wichtig war, dass wir dann diese Rollenspiele gespielt haben. Und da seht ihr, wir haben da über verschiedene Sachen gesprochen, wir haben da verschiedene Geschichten erzählt und alles wirklich in ganz, vielleicht nicht immer ganz einfachen Strukturen, aber mit echten Strukturen, wie man dann wirklich spricht. Weswegen es auch manchmal unter Umständen zu schwierig ist, wenn man auf A1-Niveau anfängt. Da ist es zu schnell, da ist es zu anspruchsvoll, aber es geht eben nicht darum, 100% zu verstehen, sondern sprachliches Handeln nachvollziehen zu können. Und das, denke ich, geht über Rollenspiele ganz gut. Und genau. Außerdem hat einer von uns beiden, ich, wenig Probleme, sich damit zum Affen zu machen. Und weil du mit dabei warst, musstest du immer mitmachen. Ha, ha, ha. Ich sag kein Wort mehr, weil wir jetzt schon 7:02 haben und eine Folie überspringen müssen und da gehen wir zu dieser Zusammenfassung. Hier habt ihr alle Ideen, die wir hier für euch zusammengestellt haben, wie man den Vlog im Unterricht einsetzen kann, zusammengestellt und auch vier wichtige Informationen für wichtige Bereiche, die man mit dem Vlog auch gut bedecken kann. Vielleicht ein wichtiger Punkt ist, es wurde gesagt, wir haben ja auch mal geschrieben, Filme, Videos in der Vertretungsstunde zu nutzen. Ja, natürlich spricht da nichts dagegen. Klar, häufig werden Filme, weil sie eben global ein komplexes Sprachhandeln und komplexere Fertigkeiten verlangen, ans Ende einer Stunde gesetzt. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, was wegfällt beim Unterricht. Das Ende der Stunde. Deswegen kann man sehr gut und problemlos auch Vlogs als Einstieg oder Filme generell als Einstieg ins Thema benutzen und überhaupt mal globales Verstehen ermöglichen. Ja, man kann es als Wiederholung am Ende von einem Kapitel nutzen. Man kann es sicherlich auch in der Vertretung, sollen ja die Schülerinnen und Schüler auch entspannen, man kann es sicherlich auch als Entlastung zwischen zwei Blöcken benutzen. Man kann es in einer Erarbeitungsphase benutzen. Man kann Arbeitsblätter stellen, man kann Fragen zu dem Film machen, man kann über H5P oder andere Tools auch Fragen in das Video einbauen. Ja, man kann es sichern lassen. Man kann also quasi die Schülerinnen und Schüler am Ende gegen Ende einer Einheit sichern, indem man sie dazu bringt, dass sie sich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Aktiv heißt
selbst etwas machen. Und am Ende natürlich insbesondere für weiterführende Klassen Reflexion, Diskussion, war das jetzt cringe oder war das nicht cringe, was die cringe gemacht haben? Was war cool, was hat nicht so gut geklappt? Wollt ihr das auch machen? Und was für Kompetenzen da sind, da übergebe ich das Wort an dich, liebe Justina. Und das ist, ich fange mit der medialen Kompetenz an. Ja, das sind, also Filme assoziiert man sofort mit Medien, und wenn die Schülerinnen und Schüler sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen, wenn sie selber einen Film drehen sollen, dann fördern sie diese Kompetenz in großen Massen. Dann kommen wir zu der sozialen Kompetenz. Sie machen das sehr selten alleine. Also alleine einen Film drehen ist ja auch schwierig, oder? Das stelle ich mir das immer so kompliziert vor. Man macht das immer in Gruppen. Und hier haben wir auch ganz schön Gruppenarbeit. Wir können hier die Aufgaben aufteilen. Wir können auch die Aufgaben an die Persönlichkeiten der Personen anpassen. Ja? Weil da nicht jede Person muss in diesem Film was sagen. Das geht ja auch, es gibt ja auch andere Rollen, die beim Filmedrehen ganz wichtig sind. Kommunikation und Handlungsorientierung, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Also wenn wir jetzt die Filme drehen, dann müssen wir ein Szenario vorbereiten, dann bekommen die Schülerinnen und Schüler ihre Rollen, und die müssen die Rollen auch auswendig lernen, aber zuerst die schreiben und sich die ausdenken. Und dann, weil sie bei den Filmen auch sprechen, das sind die Sätze oft wirklich so wie im echten Leben. Und dazu, also damit kommen wir auch zu dem handlungsorientierten Unterricht, zu unserem Lieblingsbegriff. Und ich glaube, ganz noch eine Sache zur Kommunikation. Wir haben Schülerinnen und Schüler begleitet bei Filmen, wenn sie Filme drehen, und ihr glaubt gar nicht, wie oft die eine Szene drehen, weil sie etwas schlecht ausgesprochen haben. Warum? Weil man im Unterricht natürlich sich selten selbst hört. Aber beim Video hört man sich selbst und man hat manchmal oder sehr oft ein Verständnis davon, wie es richtig klingen soll, aber man kann es vielleicht selbst nicht. Und da wurde gefeilt, versucht, nachgefragt, und wie sagt man das eigentlich, was kann ich da tun? Also, und was das ist hier, ein wichtiger Punkt, ja. Ja, und noch ein zweiter wichtiger Punkt, Sie kommunizieren nicht nur im Film, sondern um den Film herum. Sie müssen auch miteinander kommunizieren, wenn Sie das Szenario schreiben, wenn Sie die Rollen aufteilen und so weiter. Manchmal machen Sie das auf Polnisch, manchmal machen Sie das auf Deutsch, aber Kommunikation und diese soziale Kompetenz, diese sozialen Kontakte, die da dabei entstehen, sind wirklich auch wichtig, vor allem in diesen Zeiten. Und noch ein fieser Punkt, den sage ich euch jetzt unter uns sage ich das mal. Wenn die sich bei YouTube zum Beispiel Max Lock oder andere Dinge anschauen, dann denkt der Algorithmus, dass die das häufiger sehen wollen, und dann bekommen die mehr Deutschlernvideos. Das heißt, und dadurch bekommen sie stärker den Eindruck, wie wichtig das für sie ist und für ihr Subjektiv, also für ihre weitere Entwicklung. Das bedeutet, also ihr kennt das, wenn ihr mal guckt nach einem Pullover oder was weiß immer, dann bekommt ihr immer diese Werbung von anderen Pullovern oder was auch immer. Mhm. Und genauso funktionieren Algorithmen. Das heißt, man durch die Hintertür schafft man Bedeutung. Ja. Das ist der fiese Insider-Tipp. böses Lachen. Und so können wir, glaube ich, unser Webinar für heute beenden. Ja, schön war die Zeit, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn ihr uns Feedback gebt, was euch gut gefallen hat, was wir noch besser machen können. Und jetzt entlassen wir euch in einen recht kühlen, aber dennoch sehr schönen, wohligen Abend mit YouTube-Videos. Oder mit einem ganz normalen, längeren, zweistündigen Film. Oder mit einem guten Buch. Ja, das auch. Oder dem Partner. Ja, das kann man alles verbinden, weißt du? Zuerst oder, den Film mit dem Partner, deinem Buch. Einfach schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Ciao. Ciao.